Freunde, was geht ab? Leute, ich bin zurück aus dem Urlaub und in diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr zur neuen Season 4 wissen müsst. Ganz wichtig, Jungs, ich habe mich wie immer sofort rangemacht, habe versucht, so viele verschiedene Infos herauszusammeln, die es nur gibt und alles hier versucht in ein Video ein bisschen so euch zusammenzufassen. Wenn ihr den ganzen Social Medias und so nicht folgt, alles erfahrt ihr hier in diesem neuen Video von mir, Leute. Deswegen unbedingt, wenn ihr das Ganze supporten wollt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und super gerne auch ein Like und schreibt auf jeden Fall rein, dadurch, dass die Season jetzt fast zu Ende ist, welchen Rang ihr erreicht habt. Also ich will einfach mal sehen, so wer der Geilste aus meiner Community ist. Deswegen schreibt jeder Einzelne jetzt mal in die Kommentare, natürlich auch ein bisschen für den Algorithmus, aber auch, weil es mich sehr interessiert, was für einen Rang ihr erreicht habt diese Season und somit, was ihr für Belohnung erreicht. Und deswegen, Leute, würde ich sagen, gehen wir direkt rein und schauen uns mal an, was man alles für Belohnungen in Season 3 bekommt. Ganz wichtig, Freunde, wenn ihr euch zur neuen Season den Rocket Pass holt, kauft ihn euch auf jeden Fall mit dem Creator-Code CLASHTOXYT. Würde mich sehr, sehr freuen, ist natürlich kostenlos, aber supportet mich damit geisteskrank. Jungs, ganz wichtig, es wird natürlich zur Season 4 auch noch einen dicken, fetten Stream auf meinem YouTube-Kanal geben und da werden wir nicht irgendwas verlosen. Wir werden einfach zur Season 4, zum hoffentlich nochmal einen kranken Hype von Rocket League, einen Titan weißen Dominos für euch verlosen. Deswegen, Freunde, es würde mich super, super doll freuen, wenn ihr da alle einschaltet. Am 11.8. wird der Stream kommen. Also nächste Woche, Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt alle diesen Kanal jetzt schon abonniert und die Glocke aktiviert, um den auf jeden Fall nicht zu verpassen. So, Freunde, kommen wir zu den Saisonbelohnungen. Ganz wichtig, ich habe Champ-Belohnungen geholt. Ich finde extrem geil, aber okay, komm, wir gehen von Anfang an durch. Wir gehen voran, das ist die Bronzebelohnung. Ey, wer die nicht geschafft hat, Freunde, ich bin euch ehrlich, ist cool. Aber wird eh jeder, niemand wird die Bronzebelohnung spielen, außer aus Meme vielleicht. Silberbelohnung, auch sehr, sehr geil. Goldbelohnung, sage ich euch ehrlich, fühle ich übertrieben. Für die Leute, die gerade zu Gold geschafft haben, kann man easy zocken. Gerade maybe auf dem Fennec, auf dem Octane, wird die geisteskrank sick aussehen. Jetzt mein persönlicher Favorit. Viele Leute, die aktiv meine Streams und alles verfolgen, werden es natürlich schon alles kennen. Deswegen, Jungs, super, super wichtig. Wenn ihr immer sofort auf den neuesten Stand sein wollt, allgemein alles, kommt jeden Tag in meine Livestreams rein. Ich habe jetzt Ferien. Ich werde jetzt versuchen, jeden Tag zu streamen. Und nicht nur Rocket League, sondern allgemein. Bisschen Omme, bisschen dies, bisschen das. Ich werde extrem, extrem Bock haben und ich werde extrem, extrem durchziehen. Und wenn ich sehe, dass es euch gefällt, macht das Ganze mir auch noch umso mehr Spaß. Deswegen, Freunde, super gerne, jeder Einzelne von euch, super, super gerne einen Daumen nach oben droppen. Und jetzt kommen wir zur Platin-Belohnungen. Und die ist einfach nur geil. Die ist einfach nur geil. Also man kann sagen, was man will, aber die Platin-Belohnung ist einfach nur geil. Hier haben wir jetzt nochmal die Dia-Belohnung auf dem Fennec, auch sehr, sehr cool. Hier die Champ-Belohnung. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die habe. Champ-Belohnung gerade so irgendwie in Freeze geschafft. Leute, wenn ihr versucht, einen höheren Rang zu holen, wenn ihr irgendwie so kurz vor Dia, kurz vor Champ-Belohnung seid, probiert Rumble zu spielen, Chat. Rumble ist extrem, extrem wichtig, weil durch Rumble ist es ein bisschen leichter hochzukommen. Ich habe letzte Season auch komplett alleine, ohne mich irgendwie carryen zu lassen, Champ-Belohnung geschafft. Deswegen probiert Rumble zu zocken, ihr seid automatisch mindestens einen Rang besser. Meiner Meinung nach, probiert es aus, Leute. Es funktioniert, weil es ist ein bisschen mehr Glück basiert, aber wir gehen direkt weiter. Wir schauen uns jetzt hier die Grand Champ Belohnung auch sehr, sehr cool. Dieses Rot Todesclean, also wer Grand Champ hat, GG, habe ich leider nicht. Und jetzt noch SSL, ist ein bisschen was anderes, ist ein bisschen was so Besonderes, hebt sich ein bisschen so von den anderen ab. Hier mit diesen Streifen, sieht auch sehr, sehr cool aus. Ihr könnt auch super gerne reinschreiben, welche ihr am besten findet. Sowieso, Leute, alle mal euren Rang in die Kommentare schreiben. Und Jungs, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns aber wirklich an, was uns in Season 4 erwartet. Also, welche Infos wir haben. Bis jetzt wurde ja noch nicht so viel geleakt, aber es gibt ein bisschen was auf Twitter, auf Instagram. Es gibt so ein paar Videos, die von Rocket League so als kleiner Teaser reingeballert wird. Aber Jungs, ich würde sagen, wir springen direkt drüber. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf der offiziellen Instagram-Seite von Rocket League. Und zwar sehen wir hier schon zwei Beiträge. Und zwar geht es darum, als kleinen Teaser so für die neue Season, denke ich mal. Da werde ich da auch gleich nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar haben wir hier zwei Videos. Einmal ist es das hier. Man sieht zwei Berge, zwischen denen so ein Ball eingeklemmt ist. Mit einer extrem geilen Panorama, Himmel, was auch immer. Man sieht diesen Ball eingeklemmt. Hier zwischen den Bergen mit hier so eine Art... Für mich erinnert es so ein bisschen an so einen Astronauten. Und zwar Astronaut mit so einem Astronautenhelm und dann hier mit, das soll quasi so der Luftschlauch sein, dass er atmen kann. Für mich ist das Ganze so.
Wenn wir uns das Ganze noch ein bisschen mehr anschauen, sieht man jetzt hier noch nicht so viel in dem ersten Video. Hier ändert sich der Ball ein ganz bisschen. Man sieht das ja so ein bisschen Art verrottet, ein bisschen mit Sand überzogen wird. Aber das sieht man im zweiten Video meiner Meinung nach noch mal ein bisschen extremer. Hier haben wir genau das gleiche Setting, nur mit ein bisschen anderem, mit aus einer anderen Perspektive. Und wie wir gleich sehen, ändert sich der Hintergrund noch extrem. Wir haben jetzt hier so einen richtigen Weltraum, perfekten Sternenhimmel, extrem lila. Das ist so ein bisschen für mich, ein bisschen so Weltall, Galaxy, was auf jeden Fall meiner Meinung nach ein extrem großes Thema spielen könnte. Es könnte natürlich auch Wüste sein, es könnte so ein bisschen Wilder Westen sein, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das Ganze könnte natürlich auch, ich meine, wir können gleich nochmal auf Twitter gehen, da habe ich nämlich was gesehen, und zwar gibt es hier auch natürlich nochmal genau das gleiche gepostet. Man sieht so, dass der Ball auch immer mehr verrottet mäßig, immer mehr so sich an die Umgebung anpasst, immer mehr so zum Sandball fast schon wird. Aber ganz extrem, finde ich, ist hier dieser Hintergrund auffällig. Ganz wichtig, Leute, jetzt kamen bis jetzt erst zwei Teasers raus. Es wird jeden Tag, denke ich mal, ein neuer Teaser rauskommen, der immer mehr ein bisschen auf die neue Season schließen lässt. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier mal an. Und zwar, so ist ja das Bild von der neuen Season. Wir können auch gleich nochmal auf die offizielle Rocket League-Seite gehen. Da ist das Ganze nochmal gemacht. Aber guckt euch das an. Es könnte wirklich sein, wenn wir uns so das Setting von den Bergen und allgemein im Hintergrund mit dem Ball gerade mal so anschauen, könnte das sehr, sehr gut sein, dass hier mit der Wüste, dass zum Beispiel auch sowas wie Cars reinkommt. Was wir wissen, Leute, ist ganz wichtig, dass auch wieder nochmal ein James Bond, dass nochmal ein James Bond Auto reinkommt. Und zwar, ich weiß nicht genau welche, aber es kommt ja am 30. September, glaube ich, der neue James Bond Film. Und da wird auf jeden Fall noch ein Auto zukommen. Das heißt, am 30. September, ich weiß nicht, ob es früher, später, ob es genau dann kommt. Wir schauen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es könnte echt sein, was ich extrem fühlen würde. Was ich wirklich extrem fühlen würde, dass Lightning McQueen, meinetwegen auch Hook, oder noch ein paar mehr Autos von Cars reinkommen. Ich meine, den Lightning McQueen, für mich Cars, absolute Kindheit. Jede Cars-Dings im Kino geschaut, es war einfach nur geil. Aber wenn man sich das so anschaut, kann es echt gut möglich sein, dass das Ganze hier mit Cars in Zusammenhang steht. Für mich aber nicht nur dieses Wüsten, dieses Desert-Thema, sondern halt auch ein bisschen Galaxy. Ich meine, wir sehen hier, oh, guck mal, sieht man auch so ein leicht, sieht das hier auch aus wie so ein kleines Auto, was man hier sieht. Es könnte auch ein sehr, sehr geiles Galaxy-Thema sein. So, vielleicht kommt, was weiß ich, so ein Raketenauto oder so. Vielleicht auf einmal mit Elon Musk in der Kooperation. Ey, Leute, ich bin extrem gespannt und ich bin todes... Oder guckt euch diesen VW Bulli an, stellt ihn euch vor, im fucking Rocket League. Ich bin todes hyped. Aber jetzt, Leute, ganz wichtig, weswegen ich auch nochmal ganz sicher bin, dass die ganzen Videos hier, die man jetzt auf Insta sieht, die man jetzt hier auf Twitter sieht, auch auf Rocket League sich zurückschließen lassen. Wenn wir jetzt hier auf die offizielle Rocket League Seite gehen und einfach mal schauen hier bei 2x2 Turniere, ganz wichtig, gibt es auch in Season 4. Leute, wer das noch nicht wusste, es wird ab der nächsten Season nicht nur 3x3, sondern auch 2x2 Turniere geben. Und ganz wichtig, nicht nur 2x2, sondern auch noch ein Extra-Modus-Turnier. Das heißt, es könnte sein, dass einfach mal so ein Schneefall, ein Rumble, ein Dropshot. Richtig, richtig geil. Das war das Wichtigste für mich. Rocket League hat immer mehr neue Autos reingebracht. Immer mehr. Ist quasi aber immer das Gleiche. Aber den Spieler ist damit nicht geholfen. Die Spieler quitten alle, weil sie kein Content mehr haben. Und jetzt gibt es nicht nur 2x2 Turniere, sondern auch noch Extra-Modus-Turniere. Wie zum Beispiel Rumble, wie Dropshot, wie Schneefrei, was auch immer. Ich habe da todes Bock drauf. Wenn jetzt nur noch 1x1 Turniere reinkommen, 10 aus 10. Habe ich übel Bock drauf. Da sehe ich mich extrem. Und die werden wir auf jeden Fall in den Turnieren auch extrem viel zocken. So Leute, jetzt passt auf. Wir haben jetzt hier das Season 4 Bild. Das ist hier das offizielle Bild auf der Season, auf der offiziellen Rocket League Seite. So soll quasi die Season 4 aussehen. Ich finde, passt auf. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Mix aus Wüste, allgemein so Wilder Westen, was auch immer, in Kombination mit Galaxy ist. Wir haben hier zum einen... So, wir haben hier eine extrem coole Wüste, wo es wirklich aussieht wie in der Wüste. Aber dann hier im Hintergrund so eine wunderschöne Himmel
mit wirklich, was mich wirklich so fühlen lässt, als hätte ich das Interstellar-Auto an den Himmel gepackt. Und das sieht einfach nur cool aus. Und ich glaube, wenn das wirklich das Thema ist, also der Mix aus Wilder Westen, Wüste, was auch immer, und Galaxy, hier mit dem schönen Wüstenorangenen, dem Sand, dem eiskalten, schroffen Stein, mit der himmelblauen 4. Wenn das das Thema ist, ich glaube, Freunde, dann sind wir da alle todeshype drauf. So, Freunde, das war's mit dem Video zur Season 4. Ich hoffe, ich konnte euch alle meine Infos weitergeben, die ich so wusste. Meine Vermutungen, worum es geht. Aber super, super wichtig, das sind nur meine Vermutungen. Ich will super gerne auch wissen, was ihr denkt, was kommt alles rein in die neue Season. Was wird das Thema sein? Um was wird es allgemein gehen? Welche Autos kommen vielleicht rein? Glaubt ihr, es kommt Cars rein? Schreibt alles in die Kommentare. Ich will, dass wir da ganz heiß diskutieren. Vielleicht habe ich auch komplett Unrecht. Aber, Jungs, ich glaube, es ist trotzdem einfach nur extrem geil. Ich liebe das, mir so ein bisschen so Vermutungen anzustellen. Was könnte kommen? Was kommt vielleicht? Welche Autos kommen? Welche neuen Spielmodis können vielleicht auch kommen? Vielleicht kommt auch eine neue Map in diesem Western-Design. Es kann alles kommen. Ich habe extrem, extrem Bock. Übrigens, auch wenn ihr euch noch nicht dieses Athena-Pack mit dem orangen Octane und den Titan-weißen Dueling Dragons für 2000 Credits gegönnt habt, macht es auch super gerne. Natürlich nicht vergessen. Creator Code ClashDogsYT. Und ich wollte nur sagen, Freunde, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Morgen kommt natürlich wieder ein neuer Stream auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao. Ciao.